So, liebe Freunde, mein Name ist J6. Wir haben heute den 6. Februar 2024. Das ist mal wieder ein neuer Update. Hier wird Bus gegrillt. Wir sind hier direkt an der ersten Mahnwache. Hier sehen wir ja. Ein bisschen Bratwurst. Oh. Ich verspähe hier gerade den Fahrradweg. Wir sind alle das Volk. Ich bin noch ein neues dazugekommen. Ja, die Ampel muss weg. Erstmal noch ein bisschen Holz da, weiterhin. Der Kollege grillt. Leute sind vielleicht insgesamt 15, 20 Leute hier heute. Der Frank ist erstmal weg, der kommt erst später wieder. Nochmal zum Krankenwagen. Ich meine, zu so einer Art Erste Hilfe. Ja, und falls ihr euch gewundert habt, was mit Frank eigentlich war, der ist Diabetiker und musste heute zum Krankenhaus sozusagen. So, darum wird gekümmert. Jetzt haben wir mittlerweile hier auch, was haben wir hier? Ein Motorrad stehen. Ja, mittlerweile, wenn wir mal ganz kurz die Tageszählung durchgehen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir 8, 9, 10, 15, 16 Wagen wieder. Ja, also es wird immer besser, immer mehr Leute kommen dazu. Und ja, Lagerfeuer, ein bisschen aus der Tonne, Wildchen aus der Tonne so ein bisschen auch. Und ja, das sind so die News für heute. Passanten laufen vorbei und schauen sich das an. Gut, der liebe Knecht Martin ist auch da, der hat aber jetzt gleich noch ein Interview. Da müssen wir auf ihn noch mal kurz warten. Ja, wie ihr seht auf dem Boden, hier sind auch Kinder mit am Start. Also, dass ihr auch seht, Kinder dass die auch Kinder sind. Ja? Also, Magie ist wieder hier. Ist auf jeden Magie. Fall auch kinderfreundlich. Und Kinder. Da ist auch ein Schild, habe ich gestern schon gesehen. Ja. Vorsicht Kinder, wegen dem Radweg. Ja. Ja, scheint ja alles erhalten zu sein. Wie geht es euch denn so? Es wird noch besser. Wird besser? Es wird besser. Okay. Wir kriegen heute einen schönen, großen 5 Meter Transporter, also so einen Hänger. Hänger, okay. Doppelhitzer. Okay. Der kommt dazwischen. Aha. Wir haben nämlich einen Gastronom, der uns das zur Verfügung stellt. Der hat uns heute auch mit frischen Lebensmitteln, mit Gemüse und so versorgt, weil wir haben einen Koch, der hier wohnt. Der Koch? Ein ausgelernter Koch. Also der kommt dann heute noch? Nein, der ist schon hier seit ein paar Tagen. Ja, der kocht schon seit ein paar Tagen für uns. Okay, stimmt, die Suppen machen sich nicht von alleine. Ja. Und das Ganze vorhin noch. Wir machen alles frisch jetzt. Sehr gut. Ja, interessant. Da ist einer, Feiertag. Ah, okay. David! Das ist der Koch. Wusste ich gar nicht, dass er der Koch ist. Ja, ja. Okay, alles gut, der ist nicht so gerne vor der Kamera. Ja, und dann haben wir heute noch eine tolle Spende bekommen. Wir haben hier heute... Ich weiß nicht, viele Ostberliner, also Berliner, also ehemalige DDR-Bürger, werden das wissen. Ja. Kannst ja mal zeigen, geh mal hin, das ist Was genau? Teig irgendwie am Spieß gebraten. Das habe ich gesehen mit dem Würstchen. Ja, geh mal. Wie nennt sich das nochmal? Stockbrot. Genau. Stockbrot. Oder Corn Dog nennt man das in der neuen Zeit. Das ist wie Pizzateig, normale. Das haben Sie jetzt gemacht? Ja, ja. Ah, okay. Aber ist da auch eine Wurst drin oder nicht? Nur Wasser, Hefe, Salz. Nein, auch deine Wurst. Achso, nee. Nee, also nur Brot mit... Ja, aber ich glaube, wenn man die Wurst da reinmacht, kann man die auch auflegen, oder? Da hat man Hotdog. Dann hat man Hotdog. Okay, interessant auf jeden Fall. Ja, läuft ja bei euch dann. Sehr gut. Sie sind ja jetzt auch extra angereist, oder? Woher kommen Sie jetzt? Weimar. Oh, okay. Ah, sehr, sehr cool. Ja, freut uns. Sehr gut. Wir haben es übrigens 17 Uhr, Stockbrot mit Wurst aus der Dose, schätze ich. Ja, was sonst? Ganz zwar mit Holz aus der Tonne und mit dem Gitter, was letztens der Kollege mitgebracht hat. Ja, wir können uns ja weiter einkaufen. Echt, Martin sagt, eine Pilzpfanne gibt es später. Die Spieß hat er euch zur Verfügung gestellt. Ja, ja, auch genau. Der junge Mann? Ah, ja, alles. Ah, ja, okay. Genau. Interessant. Es ist in den letzten zwei Tagen, also ich bin ja eigentlich am Donnerstag schon hierher mit dem Gedanken gekommen, weil ich ja wieder hierher musste. Ja. Also her will, weil ich ja ein paar Tage auf den Mond aufgepasst habe. Privat musste ich zu Hause bleiben.
Was mir nicht gefallen hat, ich will nicht mehr in die Stadt zurück. Okay. Also mir gefällt das so ganz toll. Also dich zieht es immer hier zurück? Mich zieht es hierher, weil erstmal ich will was bewirken. Ich möchte auch, also ich bin jetzt praktisch für mich hier. Ja, ja. Ich bin Rentner, 59. 59 bist du wirklich so? Ich bin 59, ja. Sieht gar nicht so aus. Doch, ich sehe aus wie 70, ich Na, weiß. Quatsch. Ach, ja, hier, klar doch. Ja, aber Rentner hätte ich jetzt nicht gedacht, Rentner auf keinen Fall. Ja, ja, doch. Fahrrad, der heilige Radweg. Ja. Und ja, und dann bin ich, weil ja am, wann war diese blöde Antifa-Demo? Das war am Samstag. Am Samstag, genau. Genau, und, dann, und ich war Freitag da gewesen und bin da hinten rum, weil der 100er Bus irgendwie Ersatzverkehr, was weiß ich, irgendwie das und nicht. Und kam da an und denke, hä, warum sind denn die hier? Und dann sage ich, hey, was ist los? Und habe so geguckt, ich sage, wo ist denn Frank und Martin? Na, die sind da drüben. Und ich denke, ne, was ist denn hier los? Ne? Da habe ich gedacht, naja, okay, dann gehe ich wieder nach Hause. Ich habe gesagt, Montag habe ich wieder Zeit, da wollte ich Montag eigentlich zu denen gehen. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, ach, gehe ich mal zurück, geh mal hier gegen Matthias. Ne? Ja. Und dann habe ich erstmal gesehen, was hier so abgegangen ist. Ne? Ja, hast du zwischendurch auch mal die zweite Mannwache gesehen oder da gewesen? Ich war heute da gewesen, weil ich habe selbst persönlich von mir ein paar Sachen gespendet. Okay. Zwei Thermoskannen und eine Campingschüssel. Ne? Mhm. Und die habe ich mir heute abgeholt. Es fehlt nur noch die eine Thermoskanne, die ich gerne wieder haben möchte, weil ich explizit hier für diese Mahnwache. Ja, genau. Das war ja alles eins. Ja. Und ich habe alles hierher gebracht und ja, und ich war entsetzt gewesen, dass ich das hier nicht mehr gefunden habe. Ne? Ja. Aber wir sind ganz nett und freundlich heute Morgen rüber mit Hallo, schönen guten Morgen, bla. Und drüben wurden wir auch ganz nett also empfangen. Ja. Und haben auch unsere Sachen ohne Probleme gekriegt. Und es wird nach meiner zweiten Thermoskanne gesucht. Ich hoffe, Sie finden die noch, weil das wäre echt schön, weil wir haben wirklich nur ein paar. Und wir können uns keinen Vorrat in dem Sinne machen. Ne? Also das wäre schon mal ganz toll. Darf ich dich fragen, was meinst du, wie lange das gehen wird? Wie lange möchtest du hier bleiben? So lange bis, und das sage ich nicht. Ja klar, okay, ist ja, die überlassen. Also so lange bis, warum frage ich denn? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde ja gerne so lange bleiben, bis der Rest der Menschheit auch noch aufgewacht ist, um zu sehen, wie scheiße es eigentlich hier in dem Land ist. Ne? Hm. Wie gesagt, ich bin Rentner. Und ich stehe nicht zum Spaß hier, sondern ich stehe hier eigentlich auch für alle anderen, die genauso darunter leiden, ja, dass man halt eben jetzt gerade so ist, wie man ist. Ne? Ja, ja gut, warum sprich ich das an, kann ich dir ganz gerne erklären. Stell dir vor, es kommt jetzt der Frühling, der sowieso kommen wird, da brauchen wir nicht vorstellen. Ja. Ab März kommt ja der Frühling. Die Maiglöckchen sind da drüben schon draußen. Ende März, sagen wir mal. Der echte Frühling ohne ganz viel Schnee oder so ein Scheiß. Oder Minusgraden. Vielleicht nachts über, wer weiß. Aber auf jeden Fall kommt ja jetzt der Frühling auf uns zu. So. Und ja, die Mahnwache wird ja immer mehr out, würde ich sagen. Warum? Na, stell dir vor, es wird dann out. Und dann kommt keiner mehr her. Was denkst du dann darüber? Ja. Was machst du dann? Wo gehst du dann hin? Was dann machst du dann? Werde ich hier Samen aussehen. Okay. Mit Gras und Blümchen und hast du nicht gesehen? Mhm. Ja. Sonnenblumen. Also du weißt ja, die Welt ist ja sehr schnelllebig. Ja, ich weiß. Und in 3 Monaten, sagen wir mal knapp drei Monate, spätestens ein halbes Jahr ist schon wieder eine andere Welt, verstehst du? Wenn die Bauern nicht mehr kommen. Hast du eine Zeitmaschine? Was gehen mich dann jetzt? Ich bin ja nicht für die Bauern hier. Ja, okay. Ich bin für mich als Rentner hier. Okay. Ja, ah ja, okay, das ist so ein eigenes Ding dann. Ja. Genau, aber das betrifft ja eigentlich im Grunde genommen alle. Ja. Es ist sozusagen wie eine Pyramide von oben. Die Bauern, bla 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 bla. Und ja, unten bist du als Rentner, der versucht, gesund einzukaufen, kann aber nicht. Weil wir diese ganzen scheiß teure, importierte, verseuchte, dreckige, krankmachende Sachen in den Regalen haben. Dagegen bin ich auch. Ich kaufe viel lieber beim Türken meinem Fleisch, ja, weil ich weiß, dass das Fleisch da besser ist als wie bei uns im Supermarkt. Ja. Ne? Und die Preise sind für Fleisch beim Türken auch preiswerter als hier im Supermarkt. Wir können natürlich nicht pauschalisieren, wir müssen halt immer gucken. Ja, die Türken haben ja auch ihr Fleisch nur aus Polen, so, also muss man vorsichtig sein. Ja, Fleisch aus Polen ist vielleicht auch gut, aber da müssen wir wegen der Haltung. Naja, eben. Aber ich würde den lieber regional kaufen und ich wäre auch dafür, dass lieber die Bauern
lieber regional. Also ich habe so gerne früher in Oranienburg gekauft, da war es auch teurer gewesen. Ja. Wir hatten den Schwachtenhagener Bauernmarkt rum. Ja. Ne, und da habe